Hallo und herzlich willkommen zur Folge 503 von der Sims 4 100 Baby Challenge. Wir sind heute entweder im letzten oder im vorletzten Teil von Emil und Isabellas Flitterwochen, je nachdem wie wir heute vorankommen. Und danach geht es mit der regulären Baby Challenge weiter. Ich würde gern, bevor wir nach Hause fahren mit den beiden, noch ein bisschen mehr Skifahren und eigentlich wollte ich auch Fotos machen heute, aber es schneit sehr doll, da weiß ich gar nicht, ob wir so viel sehen. Und würde außerdem gerne mit Familie Kato essen gehen, von der wir letzte Folge gesehen haben, dass sie unglaublich viele Kinder bekommen haben. Ja, wir haben das gar nicht so richtig mitbekommen. Genau. Eigentlich hatte ich ja hier diesen kleinen Einschub von den Flitterwochen gemacht. Auch, also einmal, weil ich spielen wollte natürlich, aber auch, um so ein bisschen zu schauen, ob wir vielleicht, wenn die neue Altersgruppe ins Spiel kommt, das so ein bisschen verbinden können mit, es geht mit der Baby-Challenge weiter. Das werden wir wohl nicht machen können, weil die erst im März kommt und so lange möchte ich jetzt die Baby-Challenge nicht pausieren. Ich weiß noch nicht, was ich für die Thumbnails mache. Ob ich jetzt neue, ich glaube, ich mache neue Thumbnails. Vielleicht verändere ich die nochmal ein bisschen, wenn die neue Altersgruppe rauskommt. Oder auch nicht. Mal gucken, je nachdem. Und was auch demnächst rauskommt, rede ich jetzt gerade drüber, bevor wir hier mit dem eigentlichen Gameplay weitermachen. Es kommt eine neue Erweiterung raus im März, die sehr danach aussieht, als wäre das so ein bisschen das Äquivalent zu Sims 3 Lebensfreude. Also dieses Wachse zusammen, Zusammenwachsen irgendwie so heißt die Erweiterung. Also es hat so sehr dieses Generationen-Familienthema und ich bin so gespannt. Ich weiß nicht irgendwie, ob wir das komplett mit der Baby-Challenge ausschöpfen können, also so der Kinderaspekt auf jeden Fall. Aber vielleicht so, halt es ist ja keine halt realistische Kernfamilie, die wir da spielen, da sollten wir gucken. Und ich freue mich da mega drauf, weil Lebensfreude war eine meiner Lieblingserweiterungen in Sims 3. Ich finde, die hat super viel an Gameplay dazu gebracht und ich freue mich voll, dass wir jetzt sowas in Sims 4 bekommen. Also ich denke, das wird halt die Baby-Challenge vielleicht auch ein bisschen beeinflussen noch zusätzlich. Okay, aber bevor ich jetzt hier eine Monolog-Folge hier draus mache, den beiden Süßen geht's fantastisch. Guck mal hier, wie die Bedürfnisse aussehen. Wir haben jetzt hier gefrühstückt und im Badezimmer gespült, statt hier in der Küche, wie sich das gehört für die Sims. Und dann würde ich jetzt gerne noch ein bisschen Skifahren mit den beiden. Und mal gucken, ob das heute besser klappt. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob das halt in Realität, ob so starker Schneefall nicht irgendwie auch halt schwierig ist zum Skifahren, weil man halt wenig sieht, wenn es irgendwie so stark schneit. Aber halt, wir sind ja in den Sims. Ist das hier... Ah, okay. Ich dachte gerade, was steht da? Das ist ein Schild. Okay. Dann könnte hier mal Emil Skifahren. Wir machen noch fortlaufend. Sollen wir mal... mittlere Intensität probieren bei den beiden. Ich meine, wenn das irgendwie zu schwierig ist, können wir ja auch nochmal zurückgehen. Ich glaube, die können beim Skifahren nicht sterben. Oder nein, ich habe ja eben gespeichert, halt zur Not ging ich nochmal zurück. Manchmal spiele ich weiter, wenn Sims gestorben sind und gehe dann einfach damit um. Aber bei den beiden würde ich sagen, nein. Dann würde ich mal behaupten, würde ich wahrscheinlich wieder zurückgehen. Wobei, ich glaube, wir können ja mit Molly auch Sims wieder zurückverwandeln. Ach, das hatten wir doch auch schon gehabt, ne? Das fällt mir jetzt gerade erst wieder ein. Lilly war doch zwischendrin mal gestorben und wir haben die wieder zurückgeholt. Ich meine, das könnten wir natürlich mit Emil und Isabella auch machen. Hoffen wir einfach, seien wir einfach mal optimistisch und gehen einfach mal davon aus, dass alle Sims, die jetzt am Leben sind, am Ende der Folge auch noch am Leben sein werden. Ach ja. Tja. Ich weiß auch nicht. Im Moment bin ich da so ein bisschen furchtloser als sonst. Sonst spiele ich da vorsichtiger. Im Moment bin ich so, naja. Können ja einfach zurückgehen, ohne zu speichern. Das haben sie jetzt sehr schön synchron gemacht. Wisst ihr, was jetzt hier noch fehlt? Diese Schlitten. Aber halt nicht so dieses normale Schlittenfahren, sondern so dieses Sportschlittenfahren, wo Leute wie in so einer Röhre drin sind und irgendwie zu viert in so einem, wie so eine Art Schlittenkanu drinstehen. Wisst ihr, was ich meine?
Ich weiß nicht, irgendwie, ich kenne mich mit Sport nicht aus. Ich weiß nicht, wie sowas heißt. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Isabella ist da über dieses Dings gesprungen. Boah, das sieht so cool aus. Oh mein Gott, pass auf. Wird mir ja schwindelig. Und Emil. Oh Gott, springst du jetzt auch? Oh, Emil springt. Das also macht es ja jetzt hier ganz besonders spannend. Ja, ich bin dafür, dass Isabella Snowboard mag. Oh, krass, das hat geklappt. Ich habe irgendwie ständig Angst, dass wir an so einem Zaun hier dranbleiben, wenn ich irgendwie hier so. Oh mein Gott, pass auf. Oh, ganz ehrlich, mir macht das hier gerade voll Spaß und ich habe das Gefühl, so jedes Bedürfnis, das ich nach Ski- oder Snowboardfahren im Leben haben könnte, wird hier von mehr als gedeckt. Ach ja. Oh. Tja. Ach, die beiden Süßen. Ah, guck mal, ihr habt hier ein neues Gefühl bekommen. Lasst mich das hier mal anschauen. Angenehm kompatible Lebensstile. Eins beim Wandern, zusammen kochen. Warm Herz. Ach, guck mal, jetzt sind jetzt einige nur in diesem Urlaub dazu gekommen. Ich habe auch das Gefühl, das Spiel löscht die manchmal auch. Also, dass eigentlich mehr Gefühle da sein sollten, wo ich den Eindruck habe, die hatten wir auf jeden Fall schon mal zusammen, die dann auf einmal wieder weg sind. Okay. Isabella stand jetzt hier noch an. Jetzt fährt sie wieder. Guck mal hier, was für Nebelwader hier irgendwie gehen. Heftig. Okay. Pass auf. Oh mein Gott. Und wir springen, und wir springen. Oh mein Gott, oh mein Gott, okay. Ha. Ja, das macht voll Spaß, aber ich merke auch immer bei Spielen, wo man so annähernd First-Person-Perspektive hat, dass mir dann immer irgendwie super schnell schlecht wird, dass ich dann wie so Motion Sickness bekomme. Deshalb kann ich auch kein Minecraft spielen, weil mir davon immer übel wird. Was mich interessanterweise jahrelang nicht davon abgehalten hat, Minecraft zu spielen. Ich habe es halt dann einfach gespielt und mir wurde schlecht und ich habe es in Kauf genommen. Ach ja. Das war irgendwie so das letzte Spiel, bevor ich Sims entdeckt habe, was ich gespielt habe. Und danach habe ich ganz lange nichts anderes mehr gespielt. Und jetzt spiele ich andere Sachen, nur manchmal mit Buddy, aber auch. Wobei, ich habe demnächst, habe ich meinen alten Nintendo ausgegraben und habe nochmal Animal Crossing Wild World gespielt. Beziehungsweise mein Nintendo ging gar nicht mehr und ich musste mir den von Buddy leihen. Und das kann ich auch stundenlang spielen. Ich habe das Gefühl, so das ist so meine Kinderversion von Sims gewesen. Es hat ja schon so ein bisschen Ähnlichkeit, ne? Ja. Und irgendwie so 90% meines Wissens über Fische stammt allein aus Animal Crossing. Es guckt, das ist ein Salzwasserfisch. Wenn man den fangen will, muss man ans Meer gehen. Ach ja. So, meine Süßies. Soll ich euch jetzt jeweils nochmal fahren lassen und dann. Was machen denn eure Bedürfnisse? Euch geht's noch mega gut, ne? Ja. Dann lasse ich euch auch noch hier so ein bisschen runterfahren. Pass auf, du. Ah! Wir sind einfach durch sie durchgefahren. Okay. Du hast so richtig Spaß. Die Piste geschreddert. Oh, und Emil ist so ein bisschen traurig, weil es bei ihm nicht so geklappt hat. Vielleicht diesmal, Schatzi. Guck mal, wir fahren hier mit dir mit. Wie? Ich hätte ja so Probleme, glaube ich, schon, das so genug zu steuern. Also, dass ich halt nicht über die falsche Piste fahre, weil der Anfang. Oder hier gegen den Zaun oder so. Ach ja. Ich habe allerdings auch festgestellt, das sind auch Sachen, in denen ich nicht so gut bin, für die ich nichts kann, dass ich die nicht kann. Also, ich wusste zwar grob, ich habe Probleme im räumlichen Sehen, aber weil in letzter Zeit sich meine Augen noch mehr verschlechtert haben und sich das auch mehr verschlechtert hat, kriege ich das jetzt erst mit, wie schlecht ich da sehen kann? Und dann war ich irgendwann in den letzten Wochen, war ich beim Augenarzt dafür nochmal. Jetzt bist du angespannt, lauernde Ängste. Wegen Angst vor unerfüllten Träumen. Das glaube ich aber nicht, dass man Angst vor unerfüllten Träumen hat, während man über Schnee fliegt, Isabella. Das ist das Timing irgendwie unrealistisch. Naja, aber jedenfalls, ich war beim Augenarzt und die haben halt nochmal, ne, meine Sehstärke gemessen und auch irgendwie meine Fähigkeit, räumlich zu sehen, gemessen und korrigiert und so weiter und halt
da kam raus, so, ich bin, also kann noch schlechter sehen, als ich dachte. Und es kamen alle Leute immer ins Zimmer rein und haben diese Patientenakte von mir sich angeschaut und waren dann, boah, Frau Amimi, sind ja extrem kurzsichtig, immer so mit dieser Betonung auf extrem kurzsichtig. Und dann habe ich so ein Ding vor die Augen bekommen, was so diese Winkelfehlsichtigkeit korrigieren soll. Wir legen hier auf, was soll das? Und die waren so, und Frau Amimi, wie ist es jetzt? Und ich war so, das ist irgendwie voll komisch. Irgendwie der Raum kommt mir so entgegen. Ich fühle mich irgendwie voll eigenartig. Und die waren so, ja, wissen Sie, jetzt sehen Sie fast 3D. Und ich war so, ah. Mir ist vorhin nicht aufgefallen, dass ich nicht 3D sehe, weil halt, ich kenne es ja nicht anders. Ja, aber jedenfalls, deshalb hätte ich hier total Probleme, so zu navigieren, wo ich hin muss, weil ich ja nicht richtig den Raum sehen kann. Aber ich weiß nicht, dass ich ihn nicht sehe, weil ich weiß ja nicht, wie es anders ist. Wisst ihr, wie ich meine? Aber ich krieg demnächst irgendwie so eine Folie vor, eins meiner Brillengläser, und darf dann für eine Zeit lang nicht Kontaktlinsen tragen. Und das soll das dann irgendwie so ein bisschen korrigieren, und dann irgendwann werde ich irgendwie an einem Augenmuskel operiert oder so, keine Ahnung. Irgendwas soll daran verbessert werden. So, seid ihr genug gefahren? Ich habe das Gefühl, ihr habt nicht mehr so Spaß, ha? Wollt ihr danach vielleicht, ich lasse dich jetzt hier noch deine Runde fahren, danach könntet ihr mal einfach hier hingehen, da könnten wir mal ein Foto voneinander machen und danach könnten wir mal essen gehen, ha? Ja. Halt, ich kann zum Beispiel Auto fahren, ohne Probleme, außer so einparken. Bei Autofahren funktioniert ihr sozusagen auch in 2D. Halt, man muss ja nur innerhalb der Linien bleiben und nirgendwo gegenfahren. Wisst ihr, wie ich meine? So, da, das funktioniert ja auch so, nur halt, ich glaube, hier so Parcours-Sachen geht dann schon wieder eher nicht. So, wenn Emil jetzt da hochfährt, kann Isabella auch mal hier hochfahren. Mhm. Und dann können wir mal ein Foto zusammen machen. Oh, guck mal, und ihre Ängste hier nehmen direkt ab, wenn sie neben Emil steht. No. Okay, dann macht mal ein süßes Bild voneinander. Die beiden sind so süß. Machen jetzt mal so zwei Bilder. Und dann finde ich, könnten wir auch ein paar. Oh, no, guckt euch das mal an, wie süß sie zusammen sind. No, ist das süß. Haben wir nicht noch mehr Posen? Nee, wir haben nur die beiden. Okay. Ich wünschte, irgendwie können wir irgendwie hier nicht weiter rauszoomen. Aber irgendwie, ich hätte lieber diesen Ausschnitt, als halt nur so den Ausschnitt. Aber okay. Gut. Dann lasst uns mal essen gehen mit Familie Kato. Und Molly. Ich denke, wir laden Molly auch noch ein. Ja. Wir waren auch schon mit denen zusammen hier essen. Als wir im Schüleraustausch waren. Akina, Hana und Hiroki. Das sind, glaube ich, alle, die wir mitnehmen können, ne? Weil wir haben noch das Kleinkind. Ich vergesse aber immer, wie es heißt. Ich glaube, Kleinkinder im Restaurant schwierig. Und dann haben wir noch zwei Babys. In der Familie, wo ich nicht richtig irgendwie aufgepasst habe. Ja, die nehmen wir aber auch nicht mit. Aber die könnten wir mal besuchen gehen irgendwann. Was? Irgendwelche Objekte habt ihr entfernt? Warum habt ihr die denn jetzt entfernt? Halt, die sind doch schon seit Ewigkeiten hier. Eigentlich. Wie viele Leute sind wir? Wartet. 5, oder? 1, 2, 3, 4. Warte. Du gehörst nicht dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, wir sind 6. Und sie ist schon wieder schwanger. Oh mein Gott, Menschen, was habe ich nur gemacht? Oh nein! Können wir eigentlich um diese Tische fragen? Nein. Okay. Dann weiß ich gerade nicht so richtig, wo wir am besten sitzen, oder? Vielleicht hier, dann können wir so über Eck sitzen. Wir können ja einfach mal nach einem Tisch fragen und gucken, wo die uns hinbringen.
Boah, Akina ist schon wieder schwanger. Ich weiß ja nicht. Oh je. Ich meine, im Prinzip haben wir diese Babys auch verursacht irgendwo. Ich finde, das sollte wie so eine Nachkommastelle der Baby-Challenge dann werden. Bis jetzt sind dann die 100,3 Baby-Challenge. Bin ich mal gespannt, wo wir hingebracht werden. Halt an sich wäre ja sonst auch hier gut. Aber vielleicht nehmen wir auch einfach unser Essen und setzen uns dann hier hin. Das ist natürlich eigentlich am praktischsten. Oder haben wir nirgendwo so einen richtig großen Tisch? Weiß ich aber nicht, warum ich das so gemacht habe. Was sitzen wir jetzt hier verteilt? Ach nö. Ach komm, Leute. Wartet mal. Das muss ich hier gerade mal. Muss ich das hier ein bisschen korrigieren? Dann bauen wir hier gerade mal ein bisschen um. Moment. Okay. Ich glaube, wir kommen jetzt alle hier rüber. Gut. Ich weiß gar nicht. Also, ich habe jetzt gar nicht daran gedacht, was wir denn hätten noch machen sollen, weil wir ja schon mal hier essen waren. Irgendwie weiß ich gar nicht, was wir da gemacht haben. Okay. Können wir dann mal für Tisch bestellen? Irgendwie fehlt dir noch Hiroki. Der muss ja irgendwo eigentlich noch rumlaufen. Was könnten wir denn mal trinken können? Ach, guck mal. Was ist also eigentlich nicht mit Alkohol, aber quasi schon, weil Kinder können das dann nicht trinken. Spannend. Ah, ich glaube, Sakura-Tee. Könnten auf jeden Fall mal ihr beide trinken, weil ihr seid ja in den Flitterwochen, gell? Ich glaube, das macht's kokett. Limonade für die beiden. Und Hiroki ist doch irgendwie gar nicht da. Ah, wisst ihr was, es ist abends, der musste bestimmt arbeiten gehen. Ach, wie schade. Ach, guck mal da. Ach, krass, guck mal, ich habe hier Essen mit der Frau Knautschgesicht. Was esse ich denn? Das ist aber nett von mir, dass ich mit ihr essen gehe. Und nett von ihr, dass sie mit mir essen geht, wo wir schon dabei sind. Ach ja. Ich habe ihr nur Gesellschaft geleistet, bis ihr Essen kommt. Und dann bin ich gegangen. Ach ja, okay. So, wollt ihr dann hier mal ein bisschen reden? Ich bin heute irgendwie so richtig verpeilt. Und komme nicht so viel zu Sachen. Tag verschönern. War sie dann bei unserer Hochzeit auch schon schwanger? Weil ich glaube, seitdem hat sie uns doch gar nicht mehr gefragt, ob sie ein Kind bekommen möchte. Aber das ist ja heute schon der dritte Tag. Das heißt, sie muss an dem Tag, an dem wir geheiratet haben, schwanger geworden sein. Ich glaube, damit hatten wir gar nichts zu tun diesmal, oder? Hatten wir diesmal was damit zu tun? Was ist, wenn sie gleich in die Wehen geht? Und mit Hannah wollen wir natürlich auch reden. Ach ja. Ich wünschte, die Leute würden sich mehr zu uns hinsetzen. Ich meine, noch besser wäre es eigentlich, wenn man hier an die Tische, wenn man die auch als Tisch darum fragen könnte. Ich glaube, letztes Mal sind wir irgendwie dahin umgezogen oder wir sind nicht mit der ganzen. Wow, ihr beiden. Wir sind da nicht mit der ganzen Crew auf einmal essen gegangen, sondern erstmal nur mit ein paar Leuten und danach nochmal mit den anderen Leuten oder so. Ich weiß es gar nicht genau. Ich warte gerade irgendwie mal so, dass das Essen kommt. Und ich hoffe, dass sich die Leute dann mehr hinsetzen, weil ich finde es so ungemütlich, dass die da so rumstehen. Aber ich meine, zumindest Molly und Akina unterhalten sich auch gut. Das ist doch schön. Ist das unser Essen? Ja, es ist unser Essen. Ach, wie schön. Dann esst mal, liebe Kinderlies. No.
Oh, Emil und Hanna sind so süß. Wisst ihr, wie die Familie Sommer, also halt, wo Isabella auch dazu kommt, immer ein Kind bekommen, wenn so das letzte Kind unserer Generation zur Welt kommt? Also halt, Isabella kam ungefähr zeitgleich mit Molly zur Welt und ihre Mutter Leonie kam ungefähr zur gleichen Zeit zur Welt wie Schneewittchen. Ich finde, wenn wir hier irgendwann in 100 Jahren das letzte, also Baby-Challenge-Kind bekommen, sollten die beiden zu der Zeit ein Kind adoptieren oder so. Ja. Das fände ich irgendwie voll süß. Ich bin auch am Überlegen, würden wir dann irgendein anderes Let's Play mit diesem Kind weitermachen? Wisst ihr, so ein bisschen wie Familie Big Wallet von Jim Turner, die auch irgendwie so in jedem Let's Play auftaucht, dass Familie Buchholz danach noch da wäre? Wahrscheinlich schon, oder? So ein bisschen? Ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist es dann auch einfach vorbei. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann startet man danach andere Sachen. Das kann natürlich auch sein. So, wir wollten Emil eigentlich nach seinem Tag fragen. Das könnten wir eigentlich so zwischendrin mal machen. Vielleicht einfach so bitten, Snowbro zu werden. Das ist aber auch süß. Einfach so, na, hast du Spaß? Geht's dir gerade gut? Nachtrag fragen. Mach das mal. Weil sie hat Angst vor unerfüllten Wünschen. Vielleicht erfüllt das ja so ein bisschen einen Wunsch. Wunsch. Ach ja. Ich komme irgendwie nicht drauf klar, dass Akina wieder schwanger ist. Oh mein Wartet mal, dann haben die fünf Kinder. Fünf. Und drei davon sind Babys. Meine Güte. Nach dem Erfüllen von Wunsch über Ängste reden. Okay, rede mal mit Emil über deine Ängste, hier so beim Essen. Das passt gerade voll. Das ist auch gar nicht irgendwie so. Akina, wo gehst du hin? Wartet mal. Hier über Ängste reden. Okay. So, Akina, wo gehst du hin? Wo ist sie hin? Wo? Ah, sie geht auf Klo, ja. Sie ist ja auch hochschwanger, da muss sie wahrscheinlich auch häufiger auf Klo. Ich habe irgendwie so ein bisschen, weil sie schon recht schwanger aussieht, so ein bisschen warte ich darauf, ob sie jetzt so jeden Moment in die Wehen geht. Weil ich irgendwie doch denke, vielleicht hat sie uns doch gefragt, sollen wir noch ein Baby haben? Und wir haben irgendwie das gemacht und ich erinnere mich nicht mehr dran. Aber dann müsste das eigentlich noch bei Molly gewesen sein und dann müsste sie jetzt eigentlich so langsam am Zeitpunkt angekommen sein. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Weiß ich aber auch nicht. Oh, du musst auch mal zur Toilette. Dann geh doch auch mal. Emil, musst du auch mal. Ja. Dann könntest du auch mal gehen. Danach könntest du auch mal richtig, richtig essen. Du hast ja hier noch einiges übrig. Du hast noch Hunger. Okay. Na, das ist so süß, irgendwie, dass Hannah hier wieder richtig dabei ist. Irgendwie so, halt, ohne dass es da unbedingt so einen bestimmten Grund für gibt. Irgendwie manche Sims wachsen einem einfach so mehr ans Herz als andere. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber manchmal ist das irgendwie einfach so. Genau, und Hannah ist mir einfach so mega ans Herz gewachsen. Ich weiß ja auch nicht. Ich meine, vielleicht auch einfach, weil ich dieses Let's Play so genossen habe, als wir da waren. Mit dem Emil und Isabella Gameplay und Mollys Zauberer-Lernzeit. Okay, danach kannst du hier, wie gesagt, deine Sachen noch essen. Ach ja. Ach, wie schön, hier mit allen zusammen zu sein, aber irgendwie auch, wie gesagt, dieser ganze Urlaub wird für mich so ein bisschen, werde ich davon so ein bisschen überrumpelt, dass die Kartos so viele neue Kinder bekommen haben und das wahrscheinlich meine Schuld ist. Ach ja. Naja. Ich bin gespannt, wie das Kind heißt. Die haben ja jetzt zwei Jungs bekommen, ne? Ich finde, wir müssten die anderen Kartokinder bald mal älter werden lassen, also Hannah und das Kleinkind noch. Damit die Kartos so ein bisschen Hilfe haben mit ihren drei Babys. Ach ja. Oh, schmeckt's dir nicht?
Und du hast Heimweh. Ja, wir fahren auch bald nach Hause. Ich glaube, Emil schmeckt's nicht. Das habe ich jetzt daraus deduziert, dass er immer sagt, sobald er was gegessen hat. Ich weiß, ich habe voll die Beobachtungsgabe. Okay. Ja, meine lieben Süßen. Guck mal, es ist schon 1 Uhr nachts. Morgen ist Schule. Hannah muss morgen in die Schule. Und wir sind hier mitten in der Nacht noch im Dings. Und Akina ist hier hochschwanger, sitzt mit uns mitten in der Nacht noch hier im Restaurant. Okay. Dann, genau, schicke ich jetzt die beiden auch wieder nach Hause, also auch aus dem Urlaub raus. Dann spielen wir nächste Folge wieder mit Molly. Und dann behalten wir das mal aus der Ferne so ein bisschen im Blick, was denn jetzt hier mit Akina ist. Ja, okay, ja. Das war nicht so ganz beabsichtigt, aber irgendwie jetzt auch spannend, wie es so ist. Ich meine, auf der anderen Seite, die Familie Kato ist eine der liebsten Familien, die wir hier im Spielstand haben. Die darf ruhig so groß sein wie nur möglich. Halt, das schadet nicht, wisst ihr? Ja. Genau, ich habe jetzt hier die Zeit in den Flitterwochen mega genossen mit den beiden. Ich spiele total gerne immer so diese Mini-Spin-Offs, wo ich jetzt nicht unbedingt ein eigenes Let's Play zu mache, aber halt so, halt wie als wir auch mit Schneewittchen und Don auf den Berggipfel gestiegen sind und so, halt so diese kleinen Sachen. Ich liebe das und das hat mir jetzt hier auch sehr viel Spaß gemacht, die letzten 3 Folgen. Und nächste Folge machen wir wieder weiter mit der eigentlichen Baby-Challenge, weil wir müssen ja gucken, dass Akinos nicht noch überholt. Nö. Also müssen wir da mal so ein bisschen den Zahn zulegen. Okay. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!